Mit freundlicher Unterstützung der Firma 3M Peltor wurde mir ein weiterer aktiver Gehörschutz zum Reviewen und Testen zur Verfügung gestellt. Und zwar als Alternative zu dem bereits vorgestellten Sportag von 3M Peltor möchte ich euch hier den Protag Hunter vorstellen. Der Protag Hunter ist eine etwas preisgünstigere Variante des aktiven Gehörschutzes, der aber dennoch an Qualität eigentlich wenig zu wünschen übrig lässt. Ganz kurz die technischen Daten. Bei einer Frequenz von 2000 Hertz haben wir einen MF-Wert von 30,8, einen Faktor von 3,4 und damit eine Dämpfung von 27,4. Wir haben laut dem Hersteller eine Geräuschreduzierung von roundabout 21 Dezibel, wenn es wie in der Bedienungsanleitung angegeben verwendet wird. Wie sieht das ganze Teil denn aus? Geliefert wird es mit zwei AA-Batterien, die habe ich bereits eingesetzt, der üblichen Bedienungsanleitung, Pappkarton und natürlich dem Gehörschutz. Was jetzt direkt auf Anhieb hier schon mal auffällt im Vergleich zum Sportag, ist, der Protag Hunter ist nicht faltbar. Das heißt, er kann nur in dieser Form ausgeklappt transportiert werden. Sehr schön, wir haben links und rechts die kleinen Mikrofone. Und wir haben hier drei Taster. In der Mitte zum Ein- und Ausschalten, einmal lauter, einmal leiser, um den Pegel einzustellen. Wir haben ebenfalls einen akustischen Signal fürs Einschalten. Ich halte es mal ans Mikrofon. Power on. Er sagt also, wenn ich es einschalte und drücke es nochmal, Power off, sagt er mir auch, wenn ausgeschaltet wird. Die Dämpfung ist natürlich jetzt nicht ganz so gut wie bei dem Sportag. Der Preis liegt aber auch bei rund 40-50% weniger, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ich werde dieses Gerät, diesen Protag Hunter, demnächst auf dem Schießstand testen, sobald ich wieder schießen bin. Das wird aber noch einen Moment dauern. Der erste Eindruck ist aber durchaus positiv. Was ich so, ich sag mal so, beim Probesitz, Probeanziehen schon festgestellt habe, mal so ein paar Fingerschnippe etc., ist die Dämpfung eigentlich ganz okay. Ich würde aber jetzt nicht unbedingt die These aufstellen wollen, dass dieser Gehörschutz für den Indoor-Bereich vorgesehen ist. Der ist tatsächlich Hunter jagt draußen, wo ich nicht ganz diese Geräuschkulisse habe wie im Indoor-Bereich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Alsfeld bin, könnte der funktionieren, könnte aber auch durchaus an seine Belastungsgrenze herangeführt werden, aufgrund der Schussfrequenz. Das sind ja keine Einzelschüsse, und ich habe da, was weiß ich, 10, 30 Schützen nebeneinander, die halt ihre 5, 6 Schuss in einer relativ hohen Kadenz schießen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, macht dieses Teil einen durchaus positiven Eindruck. Ich ziehe ihn mal auf. So, er sitzt sehr eng. Die Dämpfung scheint auf jeden Fall okay zu sein. Inwiefern die Mikrofone tatsächlich sehr empfindlich sind, das muss man halt einfach mal tatsächlich im Live-Betrieb auf dem Stand sehen, wie er tatsächlich dort die Sprache überträgt, aber auch bei den entsprechenden Dezibel dann zumacht. Preislich habe ich euch einen Link unten reingesetzt, liegt er so bei 70 Euro. Also im Vergleich zu dem Sportag durchaus eine brauchbare Alternative, die man in Erwägung ziehen kann, insbesondere dann, wenn man viel auf offenen oder halboffenen Ständen schießen geht oder vielleicht dort, wo nicht ganz eine so hohe Schusskadenz am Start ist. Oder halt, wie gesagt, bei der Jagd. Er ist verhältnismäßig schlank, da soll also auch fürs Langwaffenschießen durchaus geeignet sein sollte. Das ist der 3M Peltor Protag Hunter. Link, wie üblich, unten in der Description. Preis bei diesem Link liegt er bei 70 Euro.